So, mein Schatz, was sagst du dazu, wenn du Jana Marias Stelle gewesen wärst? Wie hättest du gehandelt? Ich glaube ganz anders. Ich kenne die Frau mittlerweile. Boah, leck mich am Arsch. Ich wollte Also, gerade sagen, also tut mir leid, sorry, aber. aber Emma wäre in die andere Villa rübergerannt und hätte mich da rausgeholt, ohne dass schon irgendwie ansatzweise Berührung passiert wären. Ja. Und das ist, muss ich auch sagen, genau die Frau, die ich mir an meiner Seite vorstellen kann, die wirklich mal warm auf den Tisch haut, so, weißt du? Ja, mein Schatz, ich wollte gerade sagen, also ich bin, ne, wenn man jemanden liebt und das auch ganz ernst meint mit der Person und du siehst, dass es gefährdet wird durch andere dritte Personen, da würde ich nicht so ruhig da sitzen. Da würde ich auch gar nicht genießen, da würde ich auch ausrasten, zusammenbrechen. Safe ich. Und wie du sagst, ich hätte da abgebrochen Ja, schon nach natürlich. dem ersten Lagerfeuer Schon. wahrscheinlich. Spätestens nach dem zweiten, so, ne? Und gerade auch dieser Off-Cam-Moment und so. Sie sagt so, oder, ja, was war das? Ja, aber alleine, dass man nicht weiß, was das war, alleine, dass es so aussieht, als ob ein Kuss gefallen wäre, wäre schon Ciao. viel zu viel für meine Ciao. Gefühle Ciao. gewesen. Und deswegen, ich hätte anders an ihrer Stelle gehandelt, also viel impulsiver, viel emotionaler und wäre auch viel gebrochener gewesen mit allem, was passiert ist. Definitiv, Und ich hätte definitiv. das nicht geschafft, durchzuziehen. Nein, nein, das ist eine psychische Folter, das wäre für mich nicht, das wäre nicht klar gegangen. Ja. Auf keinen Fall.